Welche Antwort geben wir, liebe Schwestern und Brüder? Welche Antwort geben wir, wenn Jesus uns fragt, habt ihr das alles verstanden? Wir sind versucht, Ja zu sagen. Und bekennen wahrscheinlich damit unsere Unwissenheit. Wie auch die Jünger hier, die guten Gewissens und guten Willens Ja sagen. Und wo sich doch immer im Laufe des Evangeliums herausstellt, dass sie doch nicht alles verstanden haben. Offenbar gehört das zur Jüngerschaft irgendwie dazu. Und dennoch lässt Jesus sich auf uns ein und will uns. Aber es wird etwas deutlich, wie in vielen anderen Gleichnissen, wenn Jesus spricht. Wir, die wir dazu neigen, zu sortieren. Wir meinen immer, wir sitzen an den Körben der Fische und sortieren in Gut und Böse. Der Irrtum ist, wir sind in den Körben. Wir werden sortiert. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir das verstanden haben. Das muss jeder und jede für sich ganz tief verstehen. Dass nicht wir die Sortierer sind. Gerade wenn man auch Stellungnahmen hört zu aktuellem Geschehen. Wir sind im Netz. Wir sind in den Körben und werden sortiert. Der, der sortiert, ist der Herr der Welt. Der, der einsammeln lässt, sind die Engel. Nicht wir. Das führt uns zum letzten Wort, das eigentlich ein wunderbares Wort ist, das Jesus sagt. Mit dem Schriftgelehrten, der ein Jünger des Himmelreiches geworden ist. Wie Altes und Neues zusammengehören. Wie sehr haben wir auch das auseinandersortiert. Wer braucht schon Altes? Das sind dann immer gleich die Rechten. Und die Neues immer wollen, das sind die Linken. Solche Schubladen haben wir. Sind wir schon wieder beim Sortieren? Sehr verräterisch, diese Einteilung. Es gibt nichts zu sortieren für uns. Johannes Chrysostomus sagt schon zu dieser Stelle, wer das Alte nicht will, wird das Neue nie bekommen. Und wer auf das Neue nicht zugeht, hat vom Alten nichts verstanden. Es gehört beides zusammen. Und wir sollten es annehmen. Das sollten wir verstehen lernen, damit auch wir Jünger des Himmelreiches werden. Und zwar solche, die ihren Namen verdienen.